Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Basteloase. So, wir haben mal wieder eine super tolle Überraschung gekriegt. Gestern klingelte der Postbote und überbrachte uns dieses Paket, womit wir gar nicht gerechnet hatten. Und zwar ist es eine super, super tolles Paket, eine liebe Happy Mail von der lieben Alexandra. Die hat uns total gefreut, dass einfach mal wieder ein Paket kommt. Das ist so super von euch. Wir wissen aber gar nicht, was wir da sagen sollen. Wir sind immer völlig geflasht, wenn wir da plötzlich ein Paket kriegen. Wir machen doch nur Videos. Und sie erstmal hat sie für den Postboten einen lieben Hinweis drauf gemacht. Lieber Postbote, bitte lieb behandeln und bitte nicht werfen. Vielen Dank. Sonst sind die beiden lieben Empfänger ganz traurig, wenn es kaputt geht. Danke. Lieber Paketbote, ich wünsche dir noch einen schönen und stressfreien Tag. Das finde ich auch nett. Kleine Nettigkeit für den Postboten, kleiner Hinweis. Dann hat sie hier schon mal so ganz viele Sachen draufgeklebt, schon mal. Die kann man auch mal rausmachen, hat sie so unter Klebeband gemacht. Und ich mache das Ganze erstmal aus. Ich zeige das nur mal einmal kurz. Ich werde es gleich beiseite und zeige euch Stück für Stück, weil sonst kriege ich das hier gar nicht richtig hin. Da sieht man das. Ist ein bisschen was drin. Dann nehmen wir hier kurz. Jetzt einfach mal. Ich fange an mit der Karte, die da drin war. Allein diese Karte sieht doch schon wunderschön aus. Mit diesem tollen Vellumpapier hier vorne. Ü-Post, auch der Umschlag schon toll gestaltet hier. Die Rückseite, das ist unser tolles Designpapier, hat sie da extra dafür genommen. Dann nochmal der Aufschlag Post für euch. Auch schick aus, also auch eine tolle Idee, was man damit machen kann. Zugemacht hat sie den hier oben mit zwei beklebten Klammern. Ja, auch ganz toll gestaltet, ganz schick. Ja, wirklich super, finde ich. Da drin sind zwei gehäkelte Schmetterlinge. Total süß, einmal in so einem blauen, einmal in so einem lila Ton. Das ist hier vorne so eine Tasche, da kann man das dann so reinstecken. Total klasse, die Idee. Und dann hat sie da drin eine ganz, ganz super tolle Karte. Also allein diese Vorderseite, wenn das nicht mal schon Hammer ist, wie die gestaltet ist und teilweise auch aus unserem Designpapier ausgedrückt und auch geschnitten ist, aussieht. Und einfach ganz toll hier auch mit dem Zahnrad. Das ist hier so ein kleiner Techno rausziehen mit einem Schmetterling drauf und Borte auf der Rückseite. Also super, super toll designt. Hier dieser süße kleine Wichtelfrau hier, das ist doch wohl auch zuckersüß, oder? Also wirklich Wahnsinn. Wir waren wirklich in einer Tour geflasht, als das hier gestern ankam. Ganz überrascht von was sie da uns alles Tolles gemacht hat, die liebe Alexandra. Mit diesem Tech-Traum mit der Frau drauf, hier dieses alte Foto aus unseren Papieren. Also wirklich super, super schön. Dann hier einmal die Seite. Danke, dass es euch gibt. Ganz toll gestaltet. Hier unten dieses alte Foto, was sie da genommen hat, aus unserem Papierset. Total super. Und dann hat sie geschrieben: Liebe Andrea und lieber Joe, ich wollte mich mal herzlich bei euch für eure tollen und inspirierenden Videos bedanken. Ich sehe euch so gerne. Ich fühle mich so wohl, wenn ich euch sehe. Es geht mir so gut dabei. Ihr seid so ein tolles Paar und Team. Ich bin so froh, dass ich euch bei YouTube gefunden habe. Ich habe euch sehr gerne. Bitte nie aufhören, Videos zu machen. Bleibt gesund, fühlt euch gedrückt, Knuddler für eure Lieblinge und Knuddler für euch. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Alexander. Also, das ist auch so toll, was du uns da geschrieben hast, liebe Alexandra. Das ist eine ganz, ganz tolle Karte. Das hat wirklich eine Riesenfreude mitgemacht. Und wir freuen uns natürlich auch immer riesig, wenn wir dir und euch einfach auch was wiedergeben können mit euren Videos, wenn ihr Freude daran habt. Und wir sind immer selber ganz überrascht davon, dass wir euch damit so viel geben können. Und ja, Alexandra, wir haben dich auch gern. Wir hatten ja auch so schon Kontakt. Und es ist schön, mit dir Kontakt zu haben. Und schön, wenn man euch auch mal einfach ein bisschen kennenlernt, Abonnenten kennenlernt und Kontakt haben kann. Und auch mal weiß, wer uns so zuschaut. Und einfach dieses tolle, tolle Feedback, was wir auch einfach von euch bekommen. In diesem Fall natürlich ganz besonders von dir, liebe Alexandra. Also wirklich
immer wieder. Da macht das einfach nochmal wieder viel, viel mehr Spaß, Videos zu machen. Es gibt einem immer wieder neue Motivation, auch einfach weiterzumachen. Ganz, ganz toll. Dann mache ich mal weiter mit den nächsten Sachen. Dann einmal hier noch ein Aufklappumschlag gestaltet. Ja, und dann einmal hier draußen was reinstecken kann. Hier noch wieder so ein altes Foto. So ein kleiner Tag mit der Briefmarke drauf. Also allein diese Idee von diesem Umschlag, finde ich, ist schon toll. Den man so öffnen kann und dann hier hat sie so ganz viele 3D-Elemente. So sieht so ein bisschen aus wie von La Blanche oder so, diese Laser-Cuts. Ne? Wo diese Figuren draus sind, die man ja auch herrlich auf Karten aufarbeiten kann, in Collagen einarbeiten kann, oder in Journals einarbeiten kann zum Beispiel. Also wirklich ganz, ganz tolle Laser-Cuts hierbei. Allein dieser Reiter hier auf dem Pferd und so. Also super, super schick. Also auch genau meins, dieser Vintage. Andrea findet das ist auch total super, sowas. Wie gesagt, diese Idee alleine mit diesem Umschlag, das da so reinzustecken. Also und sowas zum Beispiel dann auch in ein Junk Journal einzubauen, als so Seite oder Einschub. Wahnsinn. Also das ist, finde ich, totale Kreativität. Ich finde das echt absolut toll, diese Idee. Und da habe ich mich natürlich auch total drüber gefreut. Alleine schon, weil das ist ein Haus aus Lüneburg. Das nennt sich die Schwarze Witwe. Und das hat sie ausgedruckt und eine Karte, ein Umschlag daraus gemacht, den man dann hier oben noch, der hier oben zugebunden ist, den man dann hier aufmachen kann. Und dann habe ich es reinstecken kann. Ne? So als Umschlag. Auch total toll. Wirklich toll lieb gemacht. Mit diesen Elementen drauf. Das ist immer wieder Wahnsinn, was da mit Gehen hier kommt. Und auch das ist ein Foto von Lüneburg, ein bisschen die Skyline. Das ist die Johanneskirche, der Kirchturm, der ja relativ schief ist. Hat einen Versatz von 2 Meter etwas von oben nach unten. Das ist halt die obere Ansicht. Das ist wahrscheinlich, müsste von der Höhe her vom Wasserturm in Lüneburg aufgenommen sein. Also auch ganz toll, so ein bisschen über die Skyline von Lüneburg, ne, hier über die Altstadt so rüber, da zum Kalkbruch müsste das hin sein, die Richtung. Und dann hier ist die nächste Kirche, die Nikolaikirche zu sehen. Hier der schöne Himmel über Lüneburg. Also auch wirklich eine schickes Motiv aus Lüneburg, wie gesagt, mir als geborenen Lüneburger nochmal eine besondere Freude, eine aus meiner alten Heimat Motive zu haben und dann diesen tollen Umschlag daraus gearbeitet. So mit der Borte und hier mit dem Metallelement und auch wieder hier mit den Knöpfen und dem Band zum Verschließen. Echt Wahnsinn. Dann war da drin ein bisschen Diamond Painting Richtung Maritim, auch total süß hier. Strandkörbe und 2 Möwen und Seesterne zum Kleben, das sind mehrere, dann dazu Steine oder Stückchen, also wirklich so ein ganzes Set zum Gestalten. Hier auch einmal nochmal, das ist natürlich auch toll, hier Delfine und Orcas und also Fische, also einfach ganz viel Maritimes. Hier auch dieses Schiff und das sind natürlich auch ganz, ganz tolle Sachen, wenn man die geklebt hat, was man schön auch einarbeiten kann, auf eine Karte gestalten kann, was auch immer, also wirklich schöne, tolle Sachen, echt drüber gefreut, kann man schön, sind auch schöner Größe her, das kann man sich auch schön nebenher machen, mit aufs Sofa, mit ans Bett nehmen und beim Fernseher oder so ein bisschen legen und fertig machen oder so, wenn man mal Lust hat, das beruhigt ja auch, total super. Und was man natürlich auch immer gut gebrauchen kann, was sie auch mit reingepackt hat. Also du hast wirklich einfach total an uns gedacht, Sandra, als du das gepackt hast. Premium-Flauschfedern. Und die sind auch von Ideen mit Herz. Und die sind natürlich auch toll. Also ganz besonders super ist sowas natürlich für Alben und Journals, aber auch für Karten und sowas. Und mal in so einem schicken Grün. Aber was anderes. Einfach viel Arbeitsmaterial. Dann war da drin, das war so ein bisschen in diese Servietten eingeschlagen, schon mal abgemacht. Einmal hier so ein kleines
Pilztablett und dazu dann nochmal so herzliche Holzfiguren. Da könnte man natürlich auch zum Beispiel so ein Türschild draus machen, wo man dann noch diese Figuren einarbeitet und vielleicht noch ein herzlich willkommen drauf. Auch einfach eine schöne Idee, was Herzliches draus zu machen. Super süß. Auch hier auch nochmal schön ein bisschen verpackt, eine Tasse gemacht aus diesem Papier hier und auch ein bisschen beklebt mit diesen Stoffblumen hier, mit den Papierblumen und diesen kleinen Text drauf. Ne? Einfach von allen Seiten süß gestaltet, immer mit ein bisschen Washi-Tape zugeklebt. Das ist auch nochmal so eine Überraschungstüte, wo auch jede Menge Sachen drin sind. Einmal halt Washi-Tape rollen. Auch immer super, kann man einfach nie genug haben. Dazu dann so Glitzersticker. Auch toll, kann man schön auch zum Beispiel ein Cover mitgestalten. Also wirklich super, super schöne Sachen. Dann hier so ein Coloring Book, einmal so ein Ausmalbuch. Das ist ja was Andrea auch total gerne macht. Das ist einfach schön, auch so ein bisschen zum Entspannen und Beruhigen mal nebenher machen kann, wenn man was anderes machen möchte als Design, auch mit tollen Motiven. Und die kann man dann später natürlich auch schön weiterverwenden. Die kann man hier oben rausreißen, das ist so eine Perforierung, dann kann man die rausmachen und dann kann man die auch einarbeiten in Journal oder was auch immer. So tolle Sachen einfach. Und dann hier nochmal so ein kleines Crystal Art Sticker Sex, wo man diese kleinen Vögelchen und diese kleinen Eulen mitmachen kann. Diese Weihnachtseulen, das ist doch total süß. Alleine schon hier diese mit den Kopfhörern und hier mit diesen Wollmützchen auf und so. Also total süß. Da kann man so kleine Elemente mitgestalten und das mitmachen. Und das sind auch Sticker und das auch einmal alles bei. Einmal so ein komplettes Set hier. Lass mal kurz raus. Ja. Diese süßen Eulen und dann halt die ganzen Steine dazu. Also es ist wirklich herzallerliebst irgendwie. Gerade hier die Tränen, ich bin so gerührt, wenn ich das hier alles so sehe. Das ist echt einfach Wahnsinn. Macht dann echt einfach sprachlos, wie lieb ihr da einfach seid. Dann ist da noch einmal bei Vellumpapier hier dieses tolle Vellumpapier. Blautönen, total schick. Dieses Transparentpapier, Pergamentpapier. Super, super schick. Super toll zum Einarbeiten. Und dann auch nochmal so ein Sticker, so Stickerbögen, auch so Richtung Maritim, hier mit den Walen und Delfinen, hier mit dem Narwal, das Einhorn der Meere, hier so ein kleiner Orca, dieser süße Pinguin. Und ach, das ist auch einfach total süß, total schön, kann man ganz toll mit dekorieren, verschiedene Sachen. Also Hammer, 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 wie du da uns gedacht hast. Man merkt, du hast aufmerksam unsere Videos geschaut. Auch noch dabei, auch super toll für ein Junk Journal, wenn man was in der Richtung macht, bist du auch zu Fantasy oder sowas. Das ist Dekostoff, kann man zum Beispiel eine Tasche draus arbeiten oder auch ein Cover mitgestalten oder einfach schön so Dekostoff mit Mond und Sternen drauf, ne? Ein bisschen Nachtmotive. Dann hier noch mal einmal eingepackt, ein bisschen für den Transport. Ja, die Seite muss ich aufmachen. Ja, und nochmal so ein kleines Säckchen drin. Nur so eine kleine süße Figur mit Fußball. Total süß. Kriegt ihr irgendwo einen Ehrenplatz. Gucken, wo wir die schön hinstellen können. Die ist auch süß, echt. Kleine Junge mit dem Ball. Dann geht's weiter. Dann war hier nochmal so ein Tütchen. Auch wieder mit ganz vielen Sachen drin. Das hört ja irgendwie gar nicht auf beim Auspacken. Hier sind einmal diese kleinen, so ein Säckchen. Ich zeige euch das mal richtig. So. Einmal so ein süßes kleines Säckchen. Kann ich auch so ein bisschen zuziehen. Und da sind diese Kunststoffelemente drin.
hatte ich ja mal in einem Video gezeigt, die kann man auch schön einfärben und dann so ein bisschen Gilding was drauf. Dann haben und jetzt, wo die einfärben, dann haben die einen tollen Glanzeffekt. Ne? Dann kann man die toll weiter verarbeiten oder sie eben auch so irgendwo aufkleben. Geht natürlich auch gut. Dann nochmal hier ein Weihnachtsbaum. Das ist auch wieder Diamond Painting. Auch wieder mit den passenden Steinen dazu. Ja, die kann man da dann schön einmal aufkleben, dass man diesen Weihnachtsbaum schön gestalten kann. Eine kleine Weihnachtsdeko. Dann waren da nochmal Sticker bei. Die ganzen kleine Herzen und ganz viele verschiedene Farben. Schön zum Aufkleben. Und dann auch nochmal ganz toll. Schmetterlinge aus aller Welt. Die sind auch total aus. Also Schmetterlinge gehen ja immer. Schmetterlinge sind auch einfach toll. Und eben die sind auch so 3D-mäßig so ein bisschen. Und die kann man natürlich super toll auf Karten einarbeiten, in Journals einarbeiten. Also ganz, ganz tolles Material bei. Ganz viel. Und es kommt noch mehr. Dann leider noch mal einmal eingepackt in diesen Stoff hier. Das ist so ein Stoff. Da werden wir auch noch eingepackt. Dann noch oben rausholen. Vorsichtig. Das ist so. Ich hatte sie zugemacht mit dem Washi-Tape hier. Das kriegt man ja auch gut ab. Das klebe ich mir hier auf die Glasplatte. Gucken, ob ich das Stück davon gebrauchen kann. So, genau. Jetzt kann man das einmal sehen. Das ist hier einmal dieser Stoff. Den kann man ja auch herrlich für Journals und so gut gebrauchen. Und da auch mal ganz viel drin eingewickelt. Genau. Jetzt wird aber einmal das hier drin eingepackt. Das ist auch nochmal selbst gestaltet. Eine Art Mappe, Tasche, wo ganz viele Sachen drin stecken. Aber das sieht man schon, das ist schon Hammer, was allein da auch drin steckt. Ja, dann einmal passend zu der anderen Figur ein kleines Blumenmädchen drin. Auch total süß, allein wie das grinst. Dann hier unten, das ist noch eine kleine Tasche hier, da sind kleine Text drin. Hier nochmal, liebe Andrea und Joe, ein kleiner Gruß von mir. Also es ist Wahnsinn, Alexander. Es ist Wahnsinn, was du da uns so ein Paket gemacht hast. Ich weiß gar nicht, womit wir das verdient haben. Es ist wirklich einfach Hammer. Also ich bin echt absolut geflasht. Denn hier ganz viele Aufkleber, ganz viele hier so Steine und so Häppchen und zum Verzieren von Karten und wirklich ganz, ganz, ganz toll. Hier nochmal so ein kleiner Tag, wo nochmal ein kleiner Tag drin steckt. Also allein diese Ideen dahinter, dieses ganze Gestalten von den einzelnen Taschen und so und dann noch das ganze Material da drin. Also ich habe gerade keine Worte mehr. Es ist Wahnsinn. Also es ist wirklich absolut Wahnsinn. Hier nochmal so, die sind so ein bisschen kegelförmig, so Glitzerstücke. Also, Leute, ich kann gleich nicht mehr sprechen. Ich bin hier so geflasht. Also wirklich Hammer, was wir uns damit gerade für eine Freude macht, Alexander. Absoluter Wahnsinn. Und dann hier nochmal so ein flexibler Buchumschlag. Das ist doch irgendwie super süß für ein kleines Album, das da reinstecken. Da passt auch super, super, super toll zu. Auch ein kleines Fotoalbum oder so toll. Also, dann hier nochmal diese tollen Pappaufkleber hier. Also auch nochmal so ein Paket. Mensch. Und hier geht es ja hier auf der Rückseite noch weiter. Da ist ja noch mehr drin. Das ist, ja, hier nochmal so ein Bimsel-Bamsel dran. Dann hier so eine Karte mit den Stickern drauf. Und hier nochmal Aufkleber, jede Menge. Ja, Schmetterlinge und Blumen. Und Vögel.
hier nochmal mit Vögeln, wo man ganz viele Elemente zum Verzieren hat. Und dann hier nochmal auch nochmal so Blumen und Herzen, Steinchen zum Aussetzen. Und hier auch dieses Verzierte einfach von dieser Tasche, von diesem Umschlag nochmal. Und dann hier auch nochmal so ein kleiner Tag mit diesem süßen Wichtel drauf, der hier so eine kleine Tasche hat. Und auch auf der Rückseite noch gearbeitet mit dieser Uhr drauf. Und also Wahnsinn. Das ist, wie gesagt, einfach Wahnsinn. Das ist Hammer. Einfach wirklich absolut Hammer. Dann waren wir noch drin. Süß. Diese beiden Bienchen servierten. Die sind auch total Zucker. Kann man auch schön irgendwie in so ein kleines Junk Journal vielleicht für ein Kind oder so macht zum Beispiel, kann man so die damit reinmachen. Total süß. Und? Was war noch liest? Einmal noch diese Mappe. Und da drin. Dann als erstes dieser Fensterschmuck, da kann man so ein Fensterbild draus machen, dass sich der so drehen kann dann zum Beispiel. Und na, hier oben kann man den dann einhängen. Und dann hat man da so einen süßen kleinen Gnom, den man sich ins Fenster hängen kann. Einfach so als Deko, der sich dann so ein bisschen dreht. Ist natürlich auch total süß. Von Frühling oder so. Das ist super süß. Also wirklich schnuggelig. Ich mag die auch total gerne. Und dann ist noch einmal hier so Karton bei. Immer Farbkarton. Kurz gucken, was er aufgeht. Hier Farbkarton zum Ausstanden, zum Beispiel gut geeignet. Muss ich so weglegen, bevor ich das jetzt aus Versehen ranklebe. Das will ich natürlich nicht. Und dann nochmal kleines Karton. Muss ich mal ein bisschen aus dem Licht raushalten. Jetzt habt ihr die volle Blendung. Und so einen Grünton. So ein Glitzerkarton. Das ist, glaube ich, auch von Ideen mit Herz. So Spiegelkarton. Spiegelkarton ist das nicht. Glitzerkarton. Also auch wirklich schöne Farben bei. Hier mit so Ornamenten drauf. Und man so ein, ja, was ist das? Messer in Bronzeton, Kupfer. Hier noch mit so einer leichten Stoffoberfläche. Und hier nochmal so richtig mit so einer Glitzeroberfläche. Hier nochmal in Gold. Ja, wirklich schöner, toller Spiegelkarton zum Ausstanzen von zum Beispiel Steampunk-Elementen oder irgendwas in der Richtung. Das ist auch immer ganz, ganz toll für. Das war's jetzt auch. Das war unser Überraschungspaket von der lieben Alexandra, was uns der Postbote gestern ganz überraschend gebracht hat. Wie gesagt, liebe Alexandra, ich kann nur noch mal tausend Dank sagen für dein super tolles Paket. Ich bin wirklich total überwältigt von dem, was du uns alles reingepackt hast, was du uns da viele liebe Worte geschrieben hast. Und danke, danke, danke. Und an dieser Stelle wünsche ich euch immer noch ganz viel Inspiration, viel Freude weiterhin mit unseren Videos. Lasst uns auch hierzu gerne einen netten Kommentar da. Ja, und wir sind froh, wenn wir euch was wiedergeben können und euch inspirieren können. An dieser Stelle habt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Ganz liebe Grüße aus der Basteloase.